Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modern Deck Check vom Spiel am Wien. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Guten Abend. Und heute haben wir ein Deck, was es eh schon länger gibt, aber was auch mit Wilds of Endraine ein bisschen neues Spielzeug bekommen hat und was generell einfach ein sehr, sehr gutes Deck ist, ein sehr solides Deck ist. Auch wer meine News vor ja, schon über einem Monat gesehen hat, die Pro Tour gewonnen hat. Insofern, ja, es ist einfach das Game Deck, beziehungsweise jetzt sie nennen sie jetzt schon anders, aber wurscht. Rakdos Midrange wird es genannt. Rakdos Midrange ist das Game. Aber machen wir die Mana Base, oder? Also es ist Brr eigentlich. Brr? Ja, Black Red. Brr ist es. Ja, okay. Machen wir die Mana Base. Das Deck spielt 3 Swamps. Yes. Ziemlich simpel. 4 Blood Crypts. Mit das Ganze kannst du suchen mit 4 Platz in Maya und 4 Polluted Delta. Genau, wir sehen eben, ja, wir brauchen keine Basic Mountains, weil. Wenn du einen Blood Moon hast oder einer liegt, dann hast du eh schon. Ist eh cool, passt eh, super, genau. Freue mich, danke. Und dann 4 Black Cleave Cliffs, weil die Fastländer sind und du bist ja eigentlich ein Deck, was. Genau, du bist in den ersten 2-3 Turns, wo du halt wirklich absurd abgehen kannst. Genau, wobei das Deck auch ein Late Game haben kann, aber grundsätzlich geht es geht's eben schnell ab. Ja. Ja. Und dann haben wir einen Takenuma Abundant Maya, weil du auch Sachen vielleicht zurückholen willst. That's it. Du willst halt einfach deine Elementals retour holen. Ja, in Summe sehr wenig Länder. Genau, aber wie gesagt, du spielst halt die ersten 3 Turns und nach den ersten 3 Turns sollte es eigentlich im Optimalfall so weit sein, dass du das Game so weit unter Kontrolle hast, das ist mehr dass da nichts mehr passiert. Ja. Okay. Gut, dann gehen wir gleich zu den Kreaturen. Ja. Da haben wir unseren super Affen, Raghavan Nimble Pilferer. Ja, der allein kann Turn 1 schon Games entscheiden, aber ist fast noch einer der schlechtesten Turn 1 Plays von den Decks. Ja, ist definitiv so. Ist halt sehr gut, einfach wenn du mit dem Treasure dann dich halt rampst, mehr oder minder. Mhm. Gar nicht so, dass du jetzt das Zeug vom Gegner wegfrisst, sondern dass du deinen Stuff dann hardcasten kannst. Ja. Und da ist genug Stuff dabei, der halt Fett Impact aufs Board hat, nicht? Mhm. Auch Fett Impact kann der Doughty Voidwalker haben. Einerseits, weil er selber ein ganz solider Beater ist, aber was man bei der, jetzt ich referenziere wieder auf diese uralt Proto, aber was man dort gesehen hat, wenn man gegnerische Spells castet, ist natürlich auch ziemlich sick. Auf jeden Fall, ja. Und du kannst halt eben, du hast halt mit Raghavan und mit Doughty Voidwalker zweimal die Möglichkeit. Mhm. Was sehr angenehm und nett ist, wenn du selber nichts von dir casten möchtest. Ja, und der Voidwalker lässt sich sogar gratis casten. Ja. Dann haben wir noch 4 Orkish Bowmasters. Ja, terrorisieren nicht nur hier, also nicht nur Legacy oder Vintage, sondern terrorisieren auch Modern. Ist sogar, glaube ich, noch ein Stück besser mit dem Armband von Preordain geworden. Okay. Ja, wo du einfach noch mehr Sachen triffst. Mhm. Und dann haben wir noch die 4, also die 8, die 2 Hauptkreaturen, 4 Grief und 4 Fury. Ja, also ich finde, meiner Meinung nach, ich bin ja noch immer dabei, dass das Omnath-Deck, glaube ich, das bessere Deck overall ist. Okay. Aber ich glaube, dass dieses Deck einfach den besten Turn 1 haben kann. Okay. Eben mit Grief und Reanimation, du hast das Viech draußen, du hast die Gegner 2 Handkarten weggenommen. Komm einmal in Spielretour von dem. Also ich hab es selber beim Grand Prix in Prag erlebt, ich habe gegen Scam gespielt, mhm, und ich habe zweimal diesen Turn 1 Grief bekommen und ich habe einfach nicht mehr ins Spiel zurückgefunden. Ja. Und ich habe Impact gespielt, ja. Ich hätte in 2 Turns gewinnen können, aber es ist einfach, dir wird so viel Ressource weggenommen mit, ja, diesem Turn 1 Play. Und er hat auch unendlich viel Information. Und dann hast du noch den Kollegen am Feld. Ja. Super geiles Deck. Super geiles. Fury mit Gameplay dann räumt die ganzen Agro-Geschichten sowieso komplett weg. Mhm. Macht den Weg frei für deinen Raghavan beispielsweise, um noch mehr Stuff zu bekommen. Ja, die Karte wäre halt nur, wenn es Flash hätte, wäre es halt noch komplett Banane. Ja. Aber so ist das eine super gute Karte, die halt in weiterer Folge dann mit Double Strike das Spiel halt auch super schnell beendet. Ja. Gut, wir machen mal gleich die Reanimation-Sachen. Mhm. Da ist auch die neue Karte, Not Dead After All, 4 Stück. Ja, im Endeffekt ist es einer wie viele andere von diesen, wenn sie stirbt, passiert was Effekten. Nur, dass das halt einerseits ein Pump dabei und dass die Kreatur, wenn sie stirbt, halt dann noch Damage macht, ist halt ein netter Bonus. Nicht? Genau, du machst halt noch einen zusätzlichen Damage. Deshalb ist es halt jetzt das Upgrade zu den anderen Sachen. Nicht? Ja, also die Deck spielen jetzt 4 davon und dann spielt man noch 2 andere.
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt die, die Undying Evil spielen, es gibt die, die Feign Death spielen, es gibt die, die Undying Malice spielen. Ja. Alle haben so gewisse Vor- und Nachteile. Ja, im Endeffekt machen es halt alle mehr oder minder dasselbe. Ja. Ja, muss man halt ehrlich sein. Ja, manche machen Pump, manche machen noch Life Loss dazu. Genau. Also eins von diesen drei Varianten spielt man zwei Stück. Das ist im Großen und Ganzen. Genau, that's it. Das ist der Core des... Nein, es gibt noch einen Core. Können wir bitte da noch mal kurz drüber reden und dann machen wir die Flex-Slots. Passt. Dann, was auch noch zum Core des Decks gehört in der Zwischenzeit, das war nämlich früher nicht so, sind Fable of the Mirrorbreaker, vier Stück. Das ist im Endeffekt auch durch eben diese Pro-Tour entstanden. Genau, weil die Karte einfach dumm ist. Okay, offensichtlich. Sind wir uns ehrlich, die Karte ist einfach dumm. Du und enabled das Long Game halt. Ja, und du hast das Long Game. Und der Deal ist halt, dass du mit diesem... Reflection of Kiki-Jiki, einfach mit, wenn du dein Grief nur kopierst, angreifst damit, es ist absurd, okay? Also das Deck ist, das Deck hat eben, das Deck kann dich im ersten Turn halt hart rannehmen und du kommst einfach nicht mehr ins Spiel rein. Oder wenn du in so einem Mid- bis Late-Game bist, dass du dieses Board zusammenbekommst mit einem Elemental und einem geflippten Fable, dann wirst du es halt auch gewinnen über kurz oder lang. Gut, dann sind wir bei den, also das ist jetzt auch noch ein Fixlot, nur da ist schon die Anzahl, die ein bisschen fragwürdig. Es gibt als Discard-Spell, den man natürlich zum Grief immer haben will, Sortsis, 3 bis 4 Stück, deine Liste spielt jetzt 3 Stück. Liste hat jetzt 3 Stück derzeit. Ja. Wie gesagt, das ist halt Turn 1, die Information haben, ist halt optimal. Ja? Also Sortsis ist eine Karte, die wird immer gespielt werden, die wird in allen Formaten im Magic gespielt. Mit Sortsis Turn 1 bist du nie traurig, weil du kannst das sogar gegen Burn die 2 Damage gegen 3 Damage traden, ja. Ist auch gut. Das stimmt, ja. Und was auch noch eigentlich immer in jeder Liste gesetzt ist, ist der Blood Moon. Da ist die Frage 1 bis 3. Ja. Du hast dich eben für 2 hier gesetzt. Ich habe in der Liste eben 2, damit man konstanter legen kann, weil du halt einfach, wie gesagt, die Leute sind ja eh schon vorbereitet, müssen dann auf Basics fetchen. Und mit dem ganzen Discard und mit der ganzen Information kannst du das Game halt auch so hinbringen, dass du ihm Sachen ziehst, ja, mit den Sword Seizes und ihm die falschen Farben auf der Hand lässt. Ja, das ist jetzt schon alles sehr quer gedacht und hin und her und ein bisschen kompliziert, aber jeder sagt, das Deck ist haha, hihi, aber es ist eigentlich schon ein Deck, wo man einen gewissen Skill-Level braucht, auch speziell auch in den ersten paar Turns verstehen, gegen welches Deck ich spiele. Genau, also ich glaube nicht, dass das simpel ist. Ich meine, es fühlt sich für den Gegner unfair an und wirkt simpel, wenn er das spielt, Grief macht und die besten 2 Karten nimmt. Aber der Gegner muss halt verstehen, was in der Situation die besten 2 Karten sind und das sind nicht immer die stärksten Karten des Decks, sondern sind halt Spiel, also von deiner Hand abhängt, von der gegnerischen Hand abhängt, von der Spielsituation abhängt, von der Phase des Games und so weiter. Also da glaube ich, gehört schon relativ viel Wissen auch dazu. Und dann, was du hier als Flex-Slot im Endeffekt definiert hast, sind die Removal-Slots. Du spielst 2 Lightning Bolt, andere Listen spielen Fatal Push. Ja. Du hast dich für Lightning Bolt deswegen entschieden, weil sie ins Gesicht gehen, oder? Weil du Ren 6 es halt auch treffen kannst. Okay. Also ich finde, das ist... Du musst halt Rene 6 beantworten können, relativ zeitnah. Das macht Bolt halt sehr gut. Du kannst die Teferis halt auch schneller wegschießen. Die Pushes sind in anderen Situationen besser, ja. Ich glaube gerade, dass es mit den 2 und 3 Mana Planeswalkern, dass man die relativ schnell vom Board weg haben möchte. Okay. Deswegen Bolt. Dann spielst du noch 2 Terminate. Um da jedes Viech zu treffen. Da sind sich fast alle einigen, dass man 2 bis 3 Terminate spielt. Ja. Und du hast dann noch als letzten Slot im Main Deck ein Colagans Command. Genau, finde ich einerseits sehr gut gegen Artefakte, wo du sagst, bei Artefakte werden einige gespielt, andererseits on Recycling einer eigenen Kreatur. Die Flexibilität von Colagans Command ist es halt. Also es ist halt die Flexibilität im Flex-Slot, also Doppel Flexibilität. Deswegen kann man sie einfach nicht spielen. Okay, deswegen muss man es spielen. Ja. Passt. Ja, man hätte es auch komplizierter sagen können. Ja, ich weiß. Dann sind wir schon beim Sideboard. Da haben wir einerseits den 3. Blood Moon in Form eines Markus of the Moon, weil der kann angreifen. Genau, der Markus greift an. Das ist ein guter Bursch. Passt. Dann haben wir hier 2 Sheoldred der Apokalypse, weil die Sheoldred in jedem Format, in dem sie existiert, gut ist und lästig. Ja, absurd starke Karte. Ja. Gerade in den Controllisten, die jetzt da aufkommen mit so
Days and Doing Geschichten und sowas, was jetzt alle probieren wieder, ist halt schon sehr fein, wenn du halt den Gameplay des Gegners einmal in erster Instanz nur mit Shield zerstören kannst, nicht? Ja. Karte overall ist Banane. Ja. Nicht umsonst 70 Euro Karte. True. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch 70 Euro ist, aber es war eine Zeit lang eine 70 Euro Karte. Sollen es 45 Euro sein derzeit. Ich habe keine Ahnung, aber es wäre insane viel. Ja. Dann haben wir einen Phyrexian Metamorph. Ja, geil, oder? Finde ich richtig gut. Den spielt man, um gegen Atraxa-Decks zu spielen. Lol. Wenn der Gegner Atraxa resolved und du resolved hinterher Metamorph, dass du ein Game hast. Lol, dann hast du auch eine Atraxa und ziehst gerade. Du kannst aber auch ein Artefakt kopieren. Also wenn jetzt irgendwas ist, Kaldra Complete, irgendwie sowas. Okay. Ich liebe diese Karte. Ja, finde ich aus geil. Aus dem originalen Phyrexia. Phyrexia. New Phyrexia hat es geheißen. Ja. Ja, ist cool. Ultra gute Karte. Finde ich geil. Allein der depperte Tech gegen Atraxa, wo du sagst, okay, du hast kein Game mehr. Ja. Also das ist das Terminate. Nein, du hast das Terminate und spielst den Metamorph hinterher, weil da kostet nur 3. Ja, zuerst spielst du Metamorph und dann das Terminate. Ja, anders wäre es deppert. Ja. Sind wir sehr einig. Gut, dann hast du 2 Hidden Zukus Consumes All, beziehungsweise Vessel of the All Consuming. Weil der alles wegmacht wieder einmal. Ja, und bei dir, ich meine, trifft schon Raghavan, ja, aber halt auch nur Raghavan, ja, und damit kannst du leben. Ja. Du nimmst halt ganze Boards auseinander mit dem. Ja, also ist schon geil, also vor allem so gegen Hammer-Decks oder so ist das halt schon wirklich... Hammer ist das. Das ist Hammer, ja. Und dann hast du das, was andere im Main-Deck haben, die 2 Fatal Push, andere haben den Lightning Bolt auf dem Sideboard, also es ist, ja, die genau. Listen, irgendwo hat man die Karten, ja, du hast sie halt so. So 75 Kartenlisten, nicht? Ja. Dann hast du hier auch das dritte Terminate, weil Removal für alles braucht man. Ja. Und dann hast du selber auch Graveyard Hate in Form von einer einsamen Nihil Spellbomb, ja, was ein bisschen gar wenig ist, ja, eigentlich. Ja, kann man, also es ist natürlich... Ist das eher so der Lachslot oder was? Es ist Metagame Depending, ja. Okay. Halt, du wirst halt irgendwas drin haben, aber ja, wie soll ich sagen? Du brauchst es nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen präpotent. Okay? Ja. Aber du brauchst es nicht so wie viele andere Decks, weil du schnell genug gewinnen kannst. Okay. Dann hast du eine Pithing Needle. Die ist natürlich nice to have gegen sehr viele Sachen, sei es irgendwelche Artefakte oder Planeswalker eben. Dann hast du selber 2 Chalice of the Void. Ja, Chalice of Null. Chalice of Null, okay. Das ist es eben gegen... Gegen Living End und gegen Rhinos beispielsweise. Okay. Und noch 2 Engineered Explosives, die du zumindest post... Rhinos noch was machen auf für 0. Genau. Und sonst kannst du sie auch für 1 und 2 zünden, wobei wir schon gesagt haben, 1 macht bei dir relativ wenig. Ja. 2 ist für dich nicht mehr so ganz so geil. Selber. 2 ist so mittelgut, ja. Ja, weil du Tautis und du Orkisch hast, also. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, also ich bin jetzt relativ schnell durch diese Liste durchgegangen, weil es viele dieser Karten, weil sie ja so gut sind, man eh kennt. Ja, ja, also du kennst halt, die Sache ist, alleine dadurch, dass wir die Liste so gerusht haben, unter Anführungszeichen, ist halt einfach, wenn wir über diese Karten schon so oft gesprochen haben, in ganz vielen anderen Deckchests. Und dieses Deck ist halt, das Deck ist halt ein Meta-Player und das hat halt, das gewinnt halt immer wieder sehr viel. Mhm. Das ist ein saustarkes Deck, das Deck ist super straight. Man muss halt das Meta-Game gut kennen, eben um die Discard, den Discard korrekt zu machen. Ja. Man muss halt auch ein Gefühl haben für die ersten paar Turns. Mhm. Ansonsten kann ich dieses Deck jeden, der kompetitiv ist, nur wärmstens ans Herz legen, nicht? Es ist einfach, du hast sehr gute Sideboard-Optionen mit Sheldred, eben mit Fun Phyrexian Metamorph. Man kann Leyland of the Void, wenn man sagt, okay, es gibt so viel Graveyard-Stuff, spielst du mit Leyland of the Void, kannst du hier die Zugus cutten, beispielsweise. Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, hier Zug sind ja eigentlich auch Graveyard Hate. Ich habe das gesagt, du hast nur ja, das ja. Spellbomb, dass hier die Zug sind ja auch Graveyard Hate in Wirklichkeit. Ja, nur machen so, sie halt mehr. Ja, aber so echten ja, ja. Leyline. Also ja, ja. Es gibt schon genug Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ja. Sehr schönes ja. Deck. Ist nicht meine Farbkombination in keiner Welt, aber ich finde das Deck einfach ultra geil. Ja, ich finde das Deck, jedes Mal, wenn ich dagegen gegen spiele, bin ich sehr, sehr genervt davon, was ein Prädikat ist dafür, dass das Deck gut ist. Weil sonst wird es mich nicht stören. Ja, ja. Kann 100% nachvollziehen. Christopher, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne Kommentare unter dem Video lassen. Uns auf Facebook,
X und Instagram erreichen, unseren Discord-Server beitreten, unseren Patreon unterstützen und im nächsten Video sehen oder im Spiel in Wien antreffen. Lach nicht, ich habe das schon voll drauf mit X. Obwohl, ich irgendwann, glaube ich, cutten wir einfach die ganzen Social Media, wenn wir interessiert. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, ba. Auf Wiedersehen. Ich habe mir das echt schon überlegt, ob wir einfach die Social Media weglassen sollen. Diese 5 Sekunden am Ende sind so wertfrei in Wirklichkeit, weil entweder folgen uns die Leute eh oder sie tun es deswegen auch nicht. Das ist das, was ich mit dem Burtag, was der Burtag sagt, nein, es gibt keine Cross-Promotion, sage ich ja.